Sind diese drei unsere Heilsbringer? Retten sie uns vor dem Gaspreisschock? Die Expertenkommission der Bundesregierung hat heute endlich Ideen geliefert. Wir haben daher ein zweistufiges Vorgehen vorgeschlagen. Wie dieser Zwei-Stufen-Plan aussieht und was er wirklich bringt, das siehst du hier. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen. Menschen wenden sich jetzt schon verzweifelt an Verbraucherschützer. Ich habe eine hohe Stromrechnung erhalten, ich habe sehr wenig Geld. Wenn jetzt noch die Gasabrechnung kommt, weiß ich nicht, wie ich die bezahlen soll. Dann nehme ich mir den Strick. Zittern vor dem Winter. Nicht nur wegen der Kälte, viele zittern aus Angst vor astronomisch hohen Gasrechnungen. Ich muss jetzt warten, was kommt und dann so reagieren. Vielleicht noch einen anderen Job oder sowas, einen Nebenjob anfangen, damit man sich das normal leisten kann. Ich muss auch schon extra mehr jobben, damit ich mir meine Lebensmittel etc. richtig leisten könnte. Wenn das noch dazukommen würde, dann hätte ich ein echtes Problem. Das würde eventuell heißen, dass ich mein Studium nicht pünktlich abschließen kann oder dass ich extra Studienkredite aufnehmen muss. Und auch ihr macht euch Sorgen. Hab mir jetzt noch einen zweiten Job gesucht und hoffe einfach mal, dass wir gut durchkommen. Meine Gasrechnung ist immer noch nicht da. Wenn ich sie öffne, bekomme ich sicher hohen Blutdruck. Ich persönlich habe da keine Angst. Meine Ausgaben sind übersichtlich, daher genug Spielraum. Außerdem haben wir euch gefragt, ob ihr Angst vorm Winter habt. Das vorläufige Ergebnis? Nur 37% gehen davon aus, die Zusatzkosten gut stemmen zu können. 32% machen sich Sorgen und 31% haben keine Ahnung, wie sie das alles überhaupt bezahlen sollen. Jetzt liegen zwei Vorschläge der Gaskommission auf dem Tisch. Vorschlag Nummer 1. Der Staat soll alle Abschlagsrechnungen im Dezember übernehmen, und zwar komplett. Das ist ein sehr pragmatisches Vorgehen, um erstmal die Kostenbelastung für die Menschen zu dämpfen. Das betrifft diejenigen, die direkt Kunde bei einem Versorger sind, direkt. Das betrifft aber auch die Mieterinnen und Mieter, die in einem Mietshaus wohnen und die im Rahmen der Nebenkostenabrechnung ihre Heizkostenrechnung bezahlen. Da ist es allerdings so, dass teilweise die Abschläge noch gar nicht gestiegen sind, aber der Vermieter schon höhere Gaspreise erfährt. Da wird diese Zahlung auch die Liquiditätsprobleme der Vermieter mit adressieren. Hört sich ja erst einmal gut an, aber kann mit der Übernahme einer Gasrechnung wirklich allen geholfen werden? Wir haben Anrufe von Haushalten, von Leuten, die unterhalb der Armutsgrenze sind, Leuten, die aber auch überhalb der Armutsgrenze, die im prekären Bereich arbeiten und die nicht wissen, wie sie ihre Abschlagszahlung zahlen sollen. Denen wird angeboten, eine Abschlagszahlung wird übernommen bis zum Ende des Jahres. Die stehen mit dem Rücken an der Wand. Die wissen nicht, wie sie das zahlen sollen. Und nicht nur das. Wenn jemand jetzt eine Jahresschlussrechnung bekommt und hat eine hohe vierstellige Nachzahlung zu leisten, dann wird auch diese Dezembergeschichte nicht helfen, weil da geht es ja nur um einen Abschlag. Jetzt habe ich gelesen, es soll auch dann eine Fondslösung geben für besonders Betroffene. Ja, aber die brauchen wir möglichst schnell, weil ich habe es an den Beispielen gezeigt, bei einigen ist wirklich Ende der Fahnenstange erreicht. Okay, aber die Kommission hat ja noch einen Vorschlag. Im nächsten Schritt sollen 80% des Verbrauchs vom Staat subventioniert werden. Der Gaspreis soll dabei auf 12 Cent die Kilowattstunde gedeckelt werden. Für den Rest gelten Marktpreise. Das Ganze soll im März starten. Die Sparanreize sind in diesem Modell trotzdem voll erhalten. Wer sparen kann, profitiert auch voll davon, dass er spart, weil er eben die hohen Gaspreise an der Grenze außerhalb dieses 80%-Kontingents dann einsparen kann. Also Gas sparen ist ja ein ganz wichtiges Ziel aktuell. Wir müssen in Deutschland ungefähr 20% sparen, um eine angespannte Versorgungslage und eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden. Und insofern kombiniert dieser Vorschlag eigentlich in einer guten Weise einerseits das Ziel, die Menschen zu entlasten, und auf der anderen Seite das Ziel eben, dass die Menschen Gas einsparen. Die Linke in Hessen hält nicht so viel von dem Zwei-Stufen-Plan der Kommission. Auf der einen Seite wird den Villenbesitzern im Vordertaunus noch ihr Schwimmbad subventioniert und auf der anderen Seite wird den Menschen, die in einer 70 oder 80 Quadratmeter Wohnung mit vier Personen wohnen, gesagt, ihr kriegt nur einen Teil subventioniert, damit ihr auch einen Sparanreiz habt. Die FDP hingegen sieht in dem Entwurf einen ersten Schritt. Diese Einladung hätte ich doch
wahrgenommen? Naja, die Grundüberlegung ist, glaube ich, tragbar. Auch die Höhe des Zuschusses ist tragbar. Man muss jetzt die Details der Umsetzung sich angucken. Da haben wir ja auch bei anderen Gesetzesvorhaben von Herrn Habeck gesehen, dass das Problem im Detail liegt. Einmalzahlung und Preisdeckel. Was hältst du von den Vorschlägen? Schreib uns in die Kommentare. Und eines ist heute auch ganz deutlich geworden. Von günstigen Gaspreisen können wir uns erst einmal verabschieden. Der Preis entspricht ungefähr dem Preisniveau, das man in Zukunft erwarten wird. Es wird ja nicht so sein, dass der Preis in Zukunft wieder auf 7 Cent runtergeht. Wir werden das russische Gas auf lange Zeit hin, auf Dauer nicht beziehen. Und deswegen wird der Preis ja nicht wieder auf 7 Cent runtergehen, sondern er wird höher bleiben. Und deswegen ist eben das Ziel hier, dieses New Normal sozusagen schon einzuführen, aber eben Anstiege über diesen Preis hinaus auszubremsen. Die Bundesregierung muss nun über die Vorschläge entscheiden. Viele Details der Gaspreisbremse sind noch offen. Die Versorgungslage bleibt angespannt.